So, nach einer kleinen Verschnaufspause hier in unserem schönen, geräumigen Inazuma-Bus. Musste kurz wieder rüber gucken, wie heißt der? Inazuma-Bus oder Reimer-Bus? Können wir jetzt die Suche nach Eowyn Sherwynd weiterführen? Und Axel suchen wir nebenbei auch. Und wir haben ein weiteres Ziel, nämlich die Merry Times. Die Schule, wie es aussieht, von Okinawa so gesehen. Und da gehen wir jetzt einmal hin. Ach ja, Eowyn. Ich bin bei dir. Ich finde dich. So. Aber hier scheint es ein bisschen chillig zu sein. Das hier ist also die Merry Times. Die ist ja mitten im Meer. Merry Times. Haben die ein Glück, dass sie an einem so wunderschönen Ort Fußball spielen können. Nur nicht ausrutschen, sonst fällt man da hier direkt hinein. Ja, und ich wette, da unten gibt es Haie. Haie sagt doch so etwas nicht. Leute, da seid ihr ja. Yes! Hurley, so heißt du doch, oder? Achso, du bist ein Spasti hier. Du bist ein Spasti. Hallo, Hurley! Hallo, auf geht's! Spielen wir Fußball. Hallo, jetzt, da ihr da seid, wollt ihr bestimmt Fußball gegen uns spielen, oder? Ja, du weißt, was ich denke, ne? Uns? Ja, Mann, ich bin jetzt im Fußballclub. Einfach so, ich habe mir schon gedacht. Ich habe im ersten Moment einfach... Okay, er ist im Fußballclub. Und im zweiten Moment, bevor er es angesprochen hat... Wait, what? Der kannte Fußball so gesehen vorher nicht. Oder er hat das noch nicht gespielt. Ja, aber jetzt... Einfach so ist er drinnen. Was? Im Fußballclub? Kannst du denn überhaupt Fußball spielen? Das haben wir ja gerade gesehen. Das weißt du doch. Genau. Ich kann jede Welle reiten. Okay. Dann ist er halt hier. Und was macht Lina hier? Warum geht die einfach so her? Das hat mich irritiert. Und ich habe Erwin noch nicht vergessen. Es hat so viel Spaß gemacht, gegen dich zu spielen, Mark. Außerdem ging das gestern unentschieden aus. Unentschieden sind so langweilig. Hey, Moment mal, ihr seid doch die Raimon-Elf. Aber wirklich? Na, willkommen in Okinawa, Raimon. Yippie! Yippie? Was denkst du, Mark? Das Team ist ziemlich gut drauf, oder? So ein Sunny Boy. Ah, die Trainerin der Raimon-Elf. Es ist mir ein Vergnügen. Auf dieses Treffen habe ich mich schon lange gefreut. Die Taktiken, die die Raimon-Elf während der Football von Tier eingesetzt hat, waren wirklich genial. Zum einen, Lina war damals nicht unsere Trainerin. Warum ist es ihnen dann ein Vergnügen, gegen sie anzutreten, so vom Prinzip her? Zweitens, sollten die Spiele gegen die Aliens nicht übertragen werden? Die wurden ja dauernd übertragen, oder? Haben die da die Spieler nicht gesehen? Naja. Was? Vielen Dank, ich werde das Kompliment an Trainer Hillman weitergeben. Trainer Hillman? Du bist denn echt noch viel schöner als auf dem Fernsehbildschirm, weißt du das? Ich habe dich fast nicht erkannt. Ich glaube nicht, dass Trainerin Lina je im Fernsehen war. Weiß der Typ eigentlich, wovon er redet? Entschuldigung, kennt jemand von euch vielleicht einen Spieler, der auch Feuerstürmer genannt wird? Er wurde angeblich einige Male hier auf der Insel gesehen. Ein Feuerstürmer? Dora, weißt du vielleicht etwas darüber? Nein, ganz und gar nicht. Ist das so? Hey, Moment mal. Wenn ihr Informationen zu diesem Feuerstürmer wollt, dann müsst ihr euch eine Gegenleistung erbringen, ja? Mal sehen, wie wär's mit einem Date mit unserer Trainerin? Ein Spiel, lasst den Ball entscheiden. Wenn ihr uns besiegt, erzählen wir euch etwas über den Feuerstürmer.
Ein Spiel? Als ich dem Team hier davon erzählt habe, sagten sie sofort, dass ihr die Reimer-Elf seid. Angeblich habt ihr irgend so ein Fußballdings gewonnen. Sie wollen jetzt unbedingt ein Spiel gegen euch spielen. Pff, schaust du aus? Na dann los! Wir wirken vielleicht nicht beeindruckt, besonders ich. Aber wir sind das beste Team in Okinawa. Wir hätten eigentlich auch an der Wupperwanke teilnehmen sollen, bitte! Echt? Aber warum habt ihr das nicht getan? Hat Ray Dark euch irgendwie davon abgehalten? Nee, unser Trainer war morgen der Vorrunde beim Karneval und hat doch glatt das Spiel vergessen. Was? Als er sich wieder daran erinnert hat, war das Spiel schon vorbei. Ja, das war schon peinlich, ey. Was ist mit dem los? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Besteht euer gesamtes Team nur aus solchen Clowns? Nun, wir sind schon alle ziemlich entspannt hier. Wir sind sogar das entspannendste und lebensfrohste Team in ganz Okinawa. Ich glaube, ich bekomme Kopfschmerzen. Und da kommt auch unser entspannendster Spieler. Na. Hätte auf den Kapuzenmann... Okay, der singt irgendwas. Soundtown. Du-bi-du, du-bi-du-du-du-du. Keine Ahnung. Das ist unser Captain. Kaden Soundtown. Der entspannendste Typ des Teams. Hallo. Ich habe von euch gehört. Freut ihr euch auf unser Spiel? Ja. Du-bi-dum-di-dum. Du-bi-du-bi-dum. Mir fällt gerade keine Melodie ein, die ich singen kann. Falsches Spiel, schon wieder. Ich halte das nicht mehr aus. Ich gehe jetzt zurück. Spielen wir jetzt gegen die Mark? Wir müssen wohl, wenn wir etwas über Excel erfahren wollen. Natürlich spielen wir gegen sie. Ein Fußballspiel ist immer gut. Ich habe nichts gegen dagegen einzuwenden. Alles klar, gib mir 5. Hört sich gut an. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Mir riecht's jetzt nach Wurst. Meine Finger auch ein bisschen. Übrigens, ich hab Wurst gegessen. Das ist euch wahrscheinlich Wurst. Hallo. Herzlich willkommen an der Merry Times, der Schule am Meer. Aber ich möchte trotzdem noch Erwin finden. Ich finde ihn. Auch wenn ich irgendwie... Ich weiß, was ich mache. Wenn ich ihn nicht finde, dann weiß ich, was ich mache. Wir spielen erst einmal ein Spiel gegen die. Und ich könnte mir wieder ein Team mal zusammenbasteln, ne? Neue Herausforderung, neues Team, so gesehen. Komm schon, Brighton. Nur Multi-Dribbling voll abgesehen. Abgeguckt, nicht abgesehen. Aber wieder ein neuer Hintergrund. Muss ich auch mal wieder betonen. Nein! Was machen die? Nee, ich setz einfach Himmelsahnd ein. Nicht, dass wir das noch verlieren. Warum ist mir das jetzt so wichtig und letztens war es mir völlig egal? Man weiß nicht, man weiß nicht. Warum spielen wir jetzt eigentlich auf dem Spielfeld von denen? Dürfen wir einfach das Feld jetzt so benutzen? Vielleicht zum Aufwärmen. Komm schon, Randall! Mit deinem Dragball! Mir fällt auch gerade spontan die Melodie nicht ein. Deswegen kann ich es nicht singen. So, wenigstens setzt er nichts ein. Das freut mich. Die Musik geht wieder voll ab und ich will er rülpsen. Tolles Tor. Yes, das habt ihr gut gemacht. So, okay. Ich werde dann offscreen ein Team wieder zusammenbasteln. Dass das ein bisschen Abwechslung hier ist, ne? Ich bin ja voll entspannend drauf und alles. Ja, ich hab doch... Da. Ich hab gedrückt. So ein perfekter Snack. Und was macht ihr da? Auf geht's, wegschwimmen zu der Insel da drüben. Beim Schwimmen bin ich unbesiegbar. Zumindest sage ich das immer. Aber dieser riesige Strudel hält mich vom Wasser fern. In letzter Zeit hat sich andauernd dieser riesige Strudel im Meer gebildet. Man muss verrückt sein, um da hinaus zu gehen. Verrückt wie Harry Potter. Harry Potter ist daran schuld. Naja, aber wir sind noch nicht fertig mit dem Erkunden hier.
Ich will Erwin finden. Sogar auf der Brücke spielen wir jetzt. Okay, wer stört uns hier? Hallo ihr. Ihr werdet jetzt vernichtet hier. Warum muss ich immer hier sagen, hier? Los, pass ab und pass darüber. Und du kannst jetzt mal aufs Tor schießen. Also letztens hat es bei uns geklappt, bei den Gegnern geklappt, dass der Verteidiger dann nicht geblockt hat. Und bei uns? Nein. Oder hat sich das jetzt geändert? Ich weiß nicht. Zumindest im ersten Teil war es ja so, dass die Verteidiger den Schuss abblocken können. Aber hier? Ich weiß ja nicht. Aber wir haben ein Tor geschossen. Yes, alte Anstecknadel. Da muss ich auch mal wieder hin. Weil das kann voll hilfreich sein. So, hallo. Eines Tages tauchte Hurley einfach so beim Fußballclub auf und verlangte, dass sie ihn in die Mannschaft aufnehmen. Das Team hat natürlich zugestimmt. Das gehört hier zum guten Rhythmus der Schule und ist wohl die größte Stärke des Teams. Wenn ihr chillig sind sollt. Und da ist schon wieder so ein Lichtel mit Brille. Hey, spürt ihr schon den Rhythmus? Ihr seid ja überhaupt nicht im Takt, Alter. Wenn ihr besser drauf seid, kann ich euch gar nicht unterziehen. Können wir dahin vielleicht? Nö. Ja, ja, nein. Auch wenn die Insel da... Na, Insel kann man ja eigentlich nicht sagen. Das Stückchen Land da rechts ziemlich schön ausschaut mit dem ganzen Wasser. Yes. Das darf ich ja nicht vergessen, ne? Hallo, kennt ihr das Erfolgsgeheimnis des Fußballclubs der Maritime? Kadenz, oder wie man den ausspricht. Der Kapitän und seine Spielmacherqualitäten. Was, der Trainer? Nun, der ist einfach verantwortlich für den Rhythmus. Ey, er hat das beste Rhythmusgefühl von uns allen. Was versteht ihr eigentlich unter Rhythmus? Hey, läuft hier ein Date zwischen Lichtl und Grünhaar? Eines Tages werde ich Okinawa verlassen und mir in der ganzen Welt einen Namen machen. Lichtl von Hausen hier. Jungs verlassen immer ihre Heimatstadt, wenn sie erwachsen sind. Und die Mädels sind einfach so alleine hier. Was war das für Geräusche? Und da hier ist Stiffens. Aber das werde ich... Ihr habt jetzt die Gegner gesehen. Aber das werde ich rausschneiden und mir ein Team zurechtlegen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Erwin Suchgelde, seid ihr bereit? Wir haben hier noch einen NPC. Und dann geht's weiter hier. Hurley und Candence sind völlig gegensätzliche Menschen, aber sie sind sehr gute Freunde. Das ist ungewöhnlich. Sehr gute Freunde, die kennen sich also schon. Weil das ist ja also irgendwie random, dass er hier einfach auftaucht und sagt, hey, wir sind jetzt ein Team und bla bla bla, alles klar, wir legen wir los. Einfach so. So, Timer. Diese Hitze, wenn ich hier draußen bleibe, verwandle ich mich bald in ein verschrumpeltes Faltenmonster. Reiß dich zusammen, wir müssen das hier gewinnen, um Axel zu finden. Na gut, aber würdest du mir dann wenigstens den Rücken eincremen, Liebling? Konzentrieren wir uns einfach auf das Spiel, ja? Mann, ey. Hey, Kapuzenmann. Bist du dir sicher, dass du nicht kurz Hallo sagen willst? Und keiner bemerkt das. Der ist ein paar Meter entfernt, aber keiner schaut dahin. Hey, warte mal! Dora, was treibst du denn da? Das Spiel fängt gleich an. Ich komm ja schon. Schaust du dir das Spiel auch an? Like it, Boss. Schaut euch mal das an, wie die beiden dastehen. Like it, Boss, kommt der Veteran herein und sagt, ich weiß, wer du bist. Und ich erwähne es gar nicht. Also wirklich. Hey, mein Junge, du kennst doch sicher die Football-Frontier, oder? Das Team da hinten ist die Raimon-Elf, die Meister vom letzten Jahr. Sie haben seitdem aber einige Spieler verloren. Viele wurden während der Spiele gegen die Aliens verletzt und mussten das Team verlassen. Ein
Bist du sicher, dass ihr schon wieder spielen könnt? Seid ihr erholt genug vom Spiel gegen Genesis? Uns geht es gut, Silvia. Das bisschen an Schmerzen können wir ertragen, wenn wir dafür Axel zurück ins Team holen können. Keine Ahnung, ich kann's nicht. Sehen wir uns mal diesen dicken blauen Fleck da an, Mark. Pieks. Lass das, Gott. Man, lass ihn doch. Mark, übertreib es nicht immer so. Du musst uns hier doch nichts beweisen, was für ein harter Kerl du bist. Nicht beweisen, blablabla. Mach dir keine Sorgen, Nelly. Mir geht es gut, wirklich. Warum? Wenn Mark jetzt... Ja, verletzt ist er nicht, aber wenn Mark in so einer Verfassung ist, warum? Obwohl, ich frage mich gerade, warum schicken wir dann nicht Derwin rein? Aber der hat ja auch ein Spiel hinter sich gegen Genesis, deswegen... Naja... Reimann ist nach Okinawa gekommen, um einen ehemaligen Teamgefährten zu finden. Sie vermissen ihn alle ganz furchtbar, verstehst du, mein Junge? Sie wollen ihn unbedingt wieder zurück in die Mannschaft, in der Mannschaft. Darum trainieren sie auch so hart, verstehst du? Oh, sieh nur, das Spiel beginnt. Du bleibst doch auch, um die Reimann Elf spielen zu sehen, oder? Ja, auf geht's! Spürt den Rhythmus des Spiels und lasst euch davon treiben, klar? Merry Times 4! Juhu! Der Trainer wird kompetenter als gedacht. Diese epische Musik. Also los, liefern wir ihnen ein Duell, an das sie sich noch lange erinnern werden. Psch. Die Musik. Psch. Es geht normal weiter. Reflex, ich verliere da den Ball, bevor ich in der Nähe des Tor komme oder so. Heißt das, wir spielen jetzt nicht gegen sie? Ich habe aber mir ein Team zurechtgestellt. Was soll denn die Kacke hier? Das ist deine Schwäche, Hurley. Du hast einen bombastischen Schuss, aber du beherrschst die Grundtechnik des Fußballs noch nicht. Dribbling ist einfach so anstrengend, Mann. Aber warum muss ich überhaupt näher ans Tor? Ich kann doch auch von hier schießen. Alle Mann in Deckung! Bisschen verrückt, ey. Es ergibt wenigstens Sinn. Ja, sagte er. Aber es ergibt so irgendwie Sinn, dass jetzt hier eine Welle auftauchen kann. Okay. Aber, naja. Das ist hier mal nicht die Frage. Aber das war ein Fernschuss. Auch wenn ich Fernschüsse im Prinzip... zumindest den Gore jetzt nicht so stark einschätze, weil das ist einfach irgendwie auf den Weg zum Tor wird er ja immer schwächer und man kann ihn ablocken und das gefällt mir nicht so wirklich, aber mal hat er gerade von seiner eigenen Hälfte aus ein Tor geschossen? Hurley, das war unglaublich. So sieht's aus, Mann. Ich kann jede Welle reiten. Keine Ahnung, mir fällt keine Melodie ein. Der Schuss hatte einen coolen Rhythmus. Nennen wir ihn Power Surfer. Ach, das war doch gar nicht so schwer. Ich glaube, ich bin einfach ein Genie. Sowas habe ich noch nie gesehen. Er hat einen Schuss wie ein Stürmer, aber er steht in der Abwehr. Keine Sorge, Team. Wimper ist im Auge. Oder das Haar. Oder beides. Au. Ich heule, weil das so schön war. Keine Sorge, Team. Das Tor holen wir locker wieder auf. Achso, die spielen gerade. Ich mach das, Mark. Gib mir den Ball. Super, ab mit dir, Frosty, Frost. Ja. Ich übernehme das mal, Frost. Nein, warum nennt er ihn eigentlich Frost und nicht Sean? Eigentlich müssten ja beide Frost heißen. Oder sind das beide Freunde oder jetzt Brüder? Egal. Na, ja. Überlass das Aiden. Na, jetzt... Das sollte Aiden übernehmen. Frost... Oh nein, er hat wieder so einen Anfall. Aber vielleicht weiß er... Vielleicht hilft der Axel in dieser Situation einmal. Weil alle anderen zu inkompetent sind, um das zu checken, dass es ihm nicht gut geht. Na, was ist mit dir los? Er bewegt sich gar nicht mehr. Na, Trainerin, wir sollten Frost auswechseln und vom Platz schaffen. Nö. Nö, ich hab schon vorher gewusst, die Antwort.
Die anderen Spieler haben sich noch nicht ausreichend von dem Spiel gegen Genesis erholt. Wenn doch nur Axel da wäre. Hey, wo steckt dieser Axel denn jetzt? Ich dachte, er sei immer da, wenn er auf hoffnungslosen Situationen wir unterlegen bleibt. Seid ihr sicher, dass er noch euer Kumpel ist? Mit deinem Punkt, Punkt, Punkt. Bist du dir sicher, dass du das tun willst? Du willst doch deine Schwester beschützen, oder? Ja. Was ist das für ein Lärm? Ihr seid aber wirklich ein lauter Haufen. Ja, Frost, nein, Moment mal. Das ist Aiden. Er braucht Axel nicht. Schon Frost, wir da Stürmerass sein. So. Aber warum nennt er sich dann noch selber Sean Frost? Egal. Keine Ahnung. Dieser Stürmer, er ist total aus dem Takt geraten. Sein Körper und sein Geist sind überhaupt nicht synchron, Alter. Kenn das, Mann. Da musst du immer gleich so tiefsinnig werden. Nimm das. Ewiger Halsschwanz. Nein. Und da setzt er das schon wieder ein. Aber interessant. Diese zwei Persönlichkeiten und der Kampf nach dem wahren Sean Frost. So, der Ausgleich wäre geschafft. Mann, gib mir 5, Alter. Ach du liebe Zeit. Sie sind so entspannt, dass es ihnen überhaupt nichts ausmacht, wenn sie ein Tor kriegen. Und so. Tor, sehr schön. Der ewige Icewind ist eine Technik, bei der einem wirklich das Herz aufgeht. Nicht wirklich. Wenn ich sehe, wie der Spieler da so zu kämpfen hat, da kann ich nicht sagen, oh, ist das schön. Ich dachte, er sei ein totales Weichei. Er hat da doch einen ziemlich guten Schuss drauf. Aber ich werde uns gleich wieder in die Führung wollen. Hier kommt doch noch ein Bowser. Tja. Keiner unternimmt was. Keiner setzt irgendeinen Blockverteidigung Dingsbums. Mark setzt auch keine Technik ein. Wir lassen das einfach so durch, oder? Aber ist auch irgendwie komisch, dass alle hier so dastehen, so als wär's kurz vor dem Match. Ich hab keinen so starken Schuss wie ich, Hurley. Aber ich kann dir ein paar nette Tricks. Auf geht's, Mark. Wir verteidigen das Tor gemeinsam. Walzard? Hä? Was soll das jetzt auf einmal? Kommt jetzt eine neue Technik? Magische Wand. Interessant. Okay. Aber, ja, ist schon toll und schön, eine neue Technik. Aber war das wirklich nötig? Es hätte eigentlich so eine Verteidigung, so die Mauer ausgereicht, dann verteidigt, so gesehen, ein bisschen abgeschwächt den Schuss und dann Mark mit irgendeiner Torhütertechnik. Das hätte eigentlich auch gereicht. Oder ist der Schuss sowas von irre gewesen? Naja. Oh, die Zeit. Wir haben den Schuss gehalten, meine Leute. Und wie es weitergeht, wer wird dieses Match gewinnen, dieses Pseudo-Match, was wir hier gerade führen, das werden wir dann nächste Part sehen. Und was macht Axel? Wird er sich zeigen oder bleibt er trotzdem noch unter seiner Kapuze? Man wird's erfahren. Irgendwann im Spiel sowieso. Oder niemals. Ba, 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 ba.